Schönen guten Tag. Hallo Horst, Alexander Trautmann. Alexander, das freut mich sehr, dass du uns so ein Hammerbild mitgebracht hast. Wobei ich schon zugeben muss, es könnte ein wenig lichter sein, also heller. Das stimmt, ist aber 300 Jahre alt. Ach, hör auf. 1656 bis 1700. Wie kommst du denn da drauf? Weil das mein Vater mir gesagt hat. Wer so ein Bild hat, der weiß auch ein bisschen was darüber. Das steht nicht einfach so auf dem Dachboden rum, sondern solche Sachen wurden angeschafft. Und das ist meistens auch ganz gut dokumentiert, weil das war früher ein richtiger Wertgegenstand. Ach, das ist also vom Papa schon? Der Papa hat es gekauft vor 40 Jahren. Und mein Vater war ein Liebhaber von Antiquitäten bis ins hohe Alter hinein. Und hat es gekauft 1978 und hat sich an der Stelle es per Gutachten bestätigen lassen, dass es sich wohl um einen echten Philipp Peter Ross handelt. Philipp Peter Ross. Rosa da Tivoli. Rosa da Tivoli war ein Mitglied einer Malerfamilie aus Frankfurt und ist nach Italien gegangen. Deswegen auch die italienische Landschaft. Ja, jetzt gucke ich schon mal direkt rüber nach Friederike. Ja, Sie haben schon richtig angefangen mit der Expertise. Also es ist von dem Maler Philipp Peter Ross mit Doppel-O geschrieben. Es ist sehr wahrscheinlich, dieser Maler. Wir können hier eine gewisse Zuschreibung machen, dazu komme ich aber später. Er malte auf seinen Gemälden immer einen schwarzen Ziegenbock rein. Und daran konnte man dann erkennen, dass es Rosa da Tivoli war. Und dieser Philipp Peter Ross ist 1677 nach Rom gelangt und hat dort die Tochter eines Kirchenmalers geheiratet, eines Herrn Brandi. Und er zog dann mit seiner Frau aufs Land nach Tivoli. Und der Maler lebte dort an einem Gehöft mit vielen Tieren. Und entsprechend seiner Tätigkeit in Italien hieß er dann Rosa di Tivoli oder Rosa da Tivoli. Das ist eigentlich der gebräuchliche Name. Und dieses Motiv ist in der Tat ja sehr beliebt gewesen in dieser Zeit. Also das Landleben, das natürliche Leben oder angeblich einfache Leben. Sag mal, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, mir gefällt das Motiv tatsächlich sehr gut. Und man sieht, das war ein wahrer Meister seines Fachs, seines Genres. Sämtliche Adligen in Europa brauchten einen Philipp Peter Ross an der Wand. Und er war sehr berühmt und hatte sicherlich mehrere Gehilfen, die in seiner Qualität und seinem Stil dort solche Bilder ausführten. Aber ich habe dieses unbändige Verlangen, dieses Bild reinigen zu wollen. Ich würde dieses Bild nicht unbedingt reinigen wollen, denn wir haben einen ziemlich guten Originalzustand. Und wenn man da die alten Firnis und die Patina abnimmt, kann man sie doch nie wieder herstellen. Ja, das ist natürlich nachgedunkelt. Firnis auf Öl, auf Leinwand, dunkelt nach. An sich aber hat er sehr kontrastreich gemalt. Man wundert sich also, gereinigte Bilder haben sehr viel dunkle Partien und dann eben auch die hellen Partien, wie beispielsweise an den Tieren. Aber wenn man es jetzt reinigen würde, dann würde uns zum Beispiel die helle Landschaft, wie die Berge, als ein lichtes Türkis entgegenscheinen. Aber das zu reinigen, das ist ja schon keine normale Reinigung mehr, sondern eher eine Restauration. Ja, das würde ich zum Restaurator geben, auf jeden Fall. Zumal, wenn wir gerade beim Restaurieren sind, kann ich auf einige Schäden hinweisen. Also gerade links dieser weiße Ziegenbock, der auf den Felsen klettert, hat richtig einen Schlitz im Hals, kann man so sagen. Und am unteren Rand sehen wir ein kleines Loch. Da kommt von hinten ein Nagel durchgeschossen durch die Leinwand. Und es gibt einige kleine Löcher. Und aufgrund des Alters ist die Leinwand fragil. Das muss man auf jeden Fall untersuchen und sichern. Das ist die Hauptsache. Und dann die Farbe untersuchen und reinigen. Obwohl kleine Schäden vorhanden sind, meine ich doch, das ist ein Zustand 1-. Also jetzt noch mal ganz kurz auf die 300 Jahre. Wenn der Kollege zu der Zeit gelebt hat, müsste es ja diese 300 Jahre dann auch hinter sich haben, ne? Ja, also ich datiere es auf etwa 1690. Mein Gott im Himmel. Ja. Ist denn signiert irgendwo? Eben, er ist nicht signiert. Das ist das Problem, weshalb wir hier etwas um den Namen reden. Er hat nur seine Zeichnungen signiert und die auch nur ganz, ganz selten. Aber wenn man die Vergleichsstücke sieht oder wenn man sich in der Literatur umschaut, da möchte ich bei dieser Qualität doch dahin kommen und ihn zuschreiben. Ja, das ist eindeutig dieser Rosa da Tivoli, denn nur der hat diese Riesenformate so interpretiert und gemalt. Und da gab es auch gar keine anderen Werkstätten, die sowas so in dieser Art ausgeführt haben. So, und das
von der Friederike, von Frau Dr. Friederike Werner. Sehr, sehr schön. Ja, 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 ja. Mir macht das auch große Freude. Ja. Nichtsdestotrotz, du möchtest den Ölschinken nicht mehr bei dir hängen haben. Was würdest du gerne haben wollen? Ich muss genauer sagen, meine Mutter möchte ihn nicht mehr oder möchte ihn schon hängen haben, aber kann ihn nicht mehr auf Dauer hängen haben, weil sie ist 90. Und was möchte sie haben? Also es wäre schön, und das hängt natürlich jetzt auch von der Expertise ab und von der Schätzung, wenn wir zumindest den Preis von 4.000 Euro, damals 8.000 D-Mark, bekommen könnten. 4.000 Euro finde ich eigentlich für so ein Bild vollkommen okay. Aber leider sieht der Marktpreis heute anders aus. Wenn ich das Bild vergleiche mit denen, die man im Kunsthandel sieht, sind wir bei einem nicht so hohen Preis, wie Sie es sich wünschen würden. Und wir hätten vermutlich eine teure Restaurierung. Bin ich jetzt bei 2.500 bis 3.000 Euro. Dann soll es so sein. Und heute. Ja, aber vorher habe ich natürlich noch die Frage. Ne? Bin ich damit einverstanden, ob die 2.500 bis 3.000 als Schmerzgrenze gelten? Ja. 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 Das ist schon mal gut. Ich würde so ein schönes, großes Bild dafür, glaube ich, nicht hergeben. Ja, dann hast du hier das Händlerkärtchen. Bitte schön. Besten Dank. Das Gemälde restauriert. Boah. Prost. Ich habe zu danken. Danke. Viele liebe Grüße an die Frau Mama. Gerne. Auf dass sie noch viele Jahrzehnte vor sich haben möge. Da geht's weiter. Dankeschön. Tschüsschen. Tschüss. Da hat er recht. Das ist auch ein außergewöhnliches Stück und das muss man auch genießen, sowas. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Willkommen. Sie haben uns ein echtes Highlight hier mitgebracht heute. Ja. Ich denke, ein schönes altes Bild. Haben wir nicht so häufig, alte Meister. Schön. Ja. Schön, originale Leinwand, schönes Bild, 17. Von schöner Qualität, von gutem Strich. Es sind ein paar Beschädigungen. Das haben Sie gesehen, ein kleiner Riss, kleine Löcher sind drin. Haben wir gesehen, ja. Aber das kann man restaurieren. Ja. Ja. 1690, genau, sage ich nur. Genau, in Anbetracht des Alters. Ja, wollte ich gerade sagen, spätestens. Zu verzeihen. Wo ich dann immer sage, wenn wir so alt werden, dann haben wir auch wahrscheinlich auch den einen oder anderen kleinen Riss. Mindestens. Ja, ja. Spannend. Dann starte ich mal mit 2.000 Euro. Ist das Startgebot in Auktionen oft bei diesen Altmeistern? Schönes Start erstmal. Das ist ein sehr guter Start. Finde ich auch. Ich möchte mitspielen. 2-2. Gewinnen. 2.500. Ich gebe Ihnen 3. Da springe ich gleich 500 Euro höher. Ich möchte die anderen abschrecken. 3-1 kriegst du von mir. Was ein schönes Bild ist. Ja. Und deswegen gebe ich Ihnen 3.200 Euro. Ich gebe Ihnen 3.300. Ich wusste gar nicht, dass Ludwig so ein Fan von alten Meistern ist. Aber da sieht man mal, man kann sich irren. Der wollte das auch haben. Fabian, ich bin da aus dem Rennen. Okay. Ich bin nicht dabei. Thorsten? Bin auch raus. Also, ich sag's mal so, 3-5. Bin ich dabei? Ist sonst noch jemand dabei? Ludwig? Nein. Ich will aus dir. Ja, dann kommen Sie ran. Und dann kommen Sie zu mir. Eigentlich ist bei Rosa da Tivoli bei 3.000 Schluss. Aber der Rahmen war original und wir hatten wirklich einen guten Zustand. Und da ging es nicht mehr um 500 Euro. Die habe ich dann noch draufgelegt. 400, 600, 800, 2.000, 200, 400, 600, 800, 3.000, 1, 2, 3, 4, 3.500. Super. So, zwei Stapel. Besten Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ebenso. Ich freue mich sehr über das schöne Bild. Viel Freude. An Ihnen und dem Käufer. Danke. Danke. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ja, Daniel. Stark. Wirklich schön. Schönes Bild. Ja. Ich gönne es dir. Ja, ich finde es auch toll, dass wir das hier sehen durften. Ein Museum. Ganz toll. Ja. Ja. Museal. Es ist gekauft worden. Ich wusste, dass es sehr wertvoll sein sollte, was auch bestätigt wurde. Und insofern, ich freue mich an der Stelle, einen entsprechenden Gegenwert dafür zu finden. Und meine Mutter wird sich freuen, dass sie an der Stelle ihren Kindern noch zu Lebzeiten oder ihren Urenkel zu Lebzeiten noch was hinterlassen kann, womit sie auch was anfangen können.